In diesem Video möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, welche verschiedene Plotting-Funktionen es Matplotlib gibt. Ein ziemlicher Zungenbrecher. Es gibt viele verschiedene Funktionen und hier werden wir nur sechs davon kennenlernen, die wir auch mit den Daten, die wir momentan so erzeugen oder analysieren können, überhaupt benutzen können. Es gibt noch viele, viele weitere und ich würde Sie einladen, auf die Beispiele auf der Webseite von Matplotlib zu schauen, um zu sehen, was es noch so alles gibt. Es gibt ziemlich viele coole Funktionen. Hier habe ich mir bereits ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, ich habe NumPy importiert, ich habe Matplotlib PyPlot importiert, zu viele P's. Dann habe ich mir eine Figur erzeugt und ein bisschen Daten erzeugt. X und Y, das sind, X geht von 0 bis 9 und Y ist wieder das Quadrat einfach von X. Die erste Möglichkeit, die ich habe, ist das altbekannte Plot, das ganz einfache. Dafür brauche ich erstmal ein Achsenkreuz und das, wie wir wissen, mache ich, indem ich add subplot benutze. Und ich habe gesagt, ich werde insgesamt sechs verschiedene Funktionen vorstellen. Deswegen machen wir zwei Zeilen, drei Spalten, also insgesamt sechs Achsenkreuze. Und Achs 1 soll natürlich das allererste davon sein. Und Achs 1 werde ich direkt sagen, plotte doch mal x und y. Und mal gucken, was passiert. Ja, wie erwartet. Es sieht jetzt ein bisschen komisch aus, es sieht so klein aus, weil eben die anderen Achsen noch nicht erzeugt wurden. Aber es sieht halt genauso aus, wie wir es erwarten würden. Das ist die quadratische Funktion. Nichts besonders Interessantes oder Spannendes. Dann werden wir nochmal einsehen, die sogenannte Scatter. Das werde ich mir jetzt hier rauskopieren, damit es ein bisschen schneller geht. Und jetzt brauchen wir das zweite Achsenkreuz. Das heißt, jetzt nehme ich den Zeiger auf das zweite Element. Und ich werde hier statt Plot Scatter benutzen. Das jetzt ausführen. Jetzt kommt auch schon die zweite Funktion dazu. Man sieht auch, es ist genau das gleiche, die gleichen Daten letztendlich. Aber hier habe ich sie mit Punkten dargestellt. Übrigens eine kurze Bemerkung. Was ist der Unterschied, der logische Unterschied zwischen einer Linie und die einzelnen Punkte? Wenn man zum Beispiel Daten hat, die irgendwie in Beziehung zueinander stehen. Nehmen wir mal an, das ist eben die quadratische Funktion. Die stehen in Beziehung zueinander, weil es die gleiche Funktion ist und nur ein verschiedener Wert, für den sie ausgerechnet wurde. Dann ist es relativ egal, ob man mit Punkten oder mit Linien das darstellt. Man darf sozusagen die Linie benutzen. Wenn allerdings die einzelnen Punkte auf der x-Achse, also diese 1, 2, 3, 4, unabhängige Sachen darstellen, wie zum Beispiel die laufende Nummer eines Experiments oder Namen von Studierenden oder Namen von keine Ahnung was noch, die stehen sozusagen zwar irgendwie in Beziehung zueinander, aber die sind unabhängig voneinander. Es ist nicht so, dass man sie durchzählen kann, dass es eine richtige Ordnung gibt, sondern jeder steht dort für sich. Dann darf man eigentlich die Linie nicht benutzen, man sollte die einzelnen Punkte benutzen. Nur so als Randbemerkung zur Funktion und wie man Daten darstellt. So, was gibt es noch so alles? Es gibt eine Funktion, die nennt sich bar. Das zeige ich Ihnen mal. Wir kopieren erstmal, was wir schon hatten, machen wir das und erzeugen das dritte Achsenkreuz. Und statt Scatter werde ich jetzt bar aufrufen. So. So sieht unser Bar aus. Das ist also keine durchgängige Linie. Das sind nicht die einzelnen Punkte, sondern das sind diese Säulen, die man stattdessen nimmt. Das ist auch sehr praktisch. Ist eine andere Möglichkeit, mal es zu machen. Dann gibt es die Funktion Hist für Histogramm. Ich hoffe, Sie wissen, was ein Histogramm ist. Ein Histogramm nimmt eine größere Menge von Daten und überprüft, von welcher Art von Daten es wie viele gibt. Nehmen wir doch mal an, wir haben die Liste aller Noten aus der Grundlagen der Informatik aus dem ersten Semester. Es gibt sehr viele Studierende, zurzeit haben wir ungefähr 120 und jeder hat eine, sagen wir mal, eine Note verdient.
Und zwar die Noten sind allerdings viel weniger als Möglichkeiten als die Studierenden selbst. Es gibt von 1, 1,3, 1,7, 2 bis 5. Und ein Histogramm würde dann zählen, wie viele Studierende haben eine 1 bekommen, wie viele Studierende haben eine 1,3 bekommen und so weiter und so fort. Und diese Daten dann wieder als Balken, als Säulen darzustellen. So, damit wir diese Histogramme besser anzeigen können, damit die Daten ein bisschen interessanter sind, werden wir uns auch neue Daten zusammenbasteln. Und zwar nehme ich von NumPy die Random-Random-Funktion. Und zwar generieren wir uns einfach 100 Zahlen und wir multiplizieren sie mit 100, damit sie nicht nur zwischen 0 und 1 sind, sondern ein bisschen größere Werte haben. Das hat eigentlich überhaupt keinen Einfluss, aber vielleicht sieht der Graph ein bisschen schöner aus. Dann erzeugen wir uns die vierte und Sie sehen auch hier bereits, dass ich auf zwei verschiedene Arten und Weisen diese Etzer-Plot benutzen kann. Ich kann 2,3,4 machen. Ich kann auch diese 2,3,4 auch direkt so eingeben, was ziemlich cool ist. Und jetzt werde ich auch ein Histogramm erzeugen und zwar nicht XY, sondern diesmal werde ich meine Nums benutzen, meine neuen Zahlen. Das führen wir jetzt erstmal aus. Und man sieht auch bereits, okay, jetzt habe ich sogar das vierte Achsenkreuz erzeugt. Und so sieht eben ein Histogramm aus. Er zählt, wie viele Zahlen von 0 bis 100 da sind und wie viele das sind. So, was gibt es noch als interessante Funktion? Dann gibt es eine Funktion, die ich sehr mag, eine sogenannte Pi oder ein Kuchen. Wir kopieren uns wieder dieses Teil hier und machen das vierte Achsenkreuz bereit. Und das werde ich jetzt natürlich in Pi ändern. Und wir brauchen bei Pi eigentlich nur eine Matrix mit Daten. Wir brauchen da keine X- und Y-Koordinaten. Wenn ich das jetzt ausführe, dann sieht es folgendermaßen aus, auch sehr schön bunt. Das ist tatsächlich so ein sogenannter Kuchenchart oder Pie-Chart, in dem man die verschiedenen Zahlen kann man hier reinsteuern, wie viel das einnimmt. Und alle diese Plots, wie gesagt, kann man natürlich jetzt konfigurieren, indem sie noch schöner sind und man kann sie mit Legenden versehen, mit Titeln, mit Labels für X und Y und so weiter und so fort. Aber in diesem Video werden wir das nicht machen. Und als allerletztes möchte ich Ihnen dann die Funktion Polar darstellen, die funktioniert ein bisschen anders als sonst. Deswegen werde ich das jetzt auch ein bisschen vorsichtiger hier reintippen. Ich brauche wieder natürlich ein Subplot und zwar Nummer 236, aber diesmal muss ich ihm auch noch ein Parameter hinschicken und zwar, dass er Projection auf Polar stellt, auf Polar. Und das bedeutet, dass er es nicht mehr jetzt wie X- und Y-Achse darstellt, sondern in Polarkoordinaten. Und dann kann ich AX6 einfach mit Plot wieder ansteuern. Das heißt, nur diese Projektion ändert alles, indem ich X und Y wieder hinschicke. Und es hat wieder mal nicht funktioniert. Hier hatten wir ein kleines Fehlerchen. Da fehlt ein D. So, nochmal von vorne. So, jetzt ist er da. Und hier sieht man zum Beispiel die Daten einfach in diesen Polarkoordinaten dargestellt. Also statt X und Y wird es jetzt als ein Zirkulardiagramm dargestellt. Und hier sehen Sie jetzt sechs verschiedene Plots, die wir erzeugt haben, die alle sehr hübsch sind. Und die Daten sind jetzt natürlich nicht besonders interessant. Das waren zufällige Daten, damit wir einfach ein bisschen was zeigen können. Aber das Wichtigste ist, dass Sie eine Vorstellung davon bekommen, was es so alles gibt. Und tatsächlich sich auch Gedanken machen, für welche Zwecke benutze ich welche Art von Plot oder von Grafik. Denn jede davon hat ihre Vorteile und ihre Nachteile und bringt einen Teil der Eigenschaften der Daten sehr gut zur Geltung, versteckt aber wiederum andere. Deswegen zeige ich Ihnen auch, was es so alles gibt. Und es gibt sehr viel mehr. Deswegen gucken Sie sich vielleicht auch die Beispiele auf der offiziellen Webseite an. Dankeschön.